Schon der Weg zur Grabungsstelle weit draußen im Aschener Moor ist lang und anstrengend. Die Arbeit an einer der momentan größten Grabungen im Land sogar noch mehr. Trotzdem gehen die rund 20 Archäologen und freiwilligen Helfer am Bohlenweg PR 6 mit größter Vorsicht vor. Schließlich ist jede Holzplanke, die sie hier aus dem feuchten Moorboden holen, über 2000 Jahre alt. Wir suchen uns schöne Bohlen aus, die auch Merkmale der Bearbeitung haben. Also hier an der nächsten, da sehen wir hier zum Beispiel hier so eine Kerbe, in der eigentlich noch ein Pflock steckte. Da ist noch einer, der die Bohle genau an diesem Ort fixieren würde. Und diese schönen Bohlen, die bringen wir ins Industriemuseum Lohne. Da gibt es eine Zuckerkonservierung und beiden Herren sind da sehr engagiert dabei. 1, 2. Die Bergung der einzelnen Planken muss schnell gehen. Unter einer 2 Meter dicken schützenden Torfschicht haben die uralten Holzstücke aus Eiche, Esche oder Ahorn die letzten 2 Jahrtausende praktisch unberührt überdauert. Doch sobald sie mit Sonnenlicht und Sauerstoff in Kontakt kommen, beginnen sie zu verrotten. Deshalb müssen sie schnell aus dem Boden. Bohlenwege gibt es fast nur in Norddeutschland. Über Jahrtausende hinweg waren die aufwendig ins Hochmoor getriebenen Holzkonstruktionen die einzige Möglichkeit für Menschen, die riesigen Moorflächen zu überqueren. Der Bohlenweg PR6 zwischen Vechta und Diepholz ist trotzdem etwas Besonderes. Er ist 4 Kilometer lang und verbindet den Geestkamm bei Kroge mit dem Sandrücken bei Lindloge, einer der längsten bekannten Bohlenwege überhaupt. Spannend für die Archäologen ist dabei nicht nur der Weg selbst, sondern auch das, was sich in seinem Umfeld finden lässt. Nur im Moor bleiben organische Substanzen wie Holz oder Leder über Jahrtausende erhalten. Deshalb gibt es hier Funde, die man nirgendwo sonst machen kann, wie dieses Teil eines historischen Wagens. Wir sehen, das Brett hat genau den gleichen Durchmesser hier überall. Es ist hier oben nochmal mit Beilheben extra geglättet worden, dass es auch wirklich eine exakte Oberfläche hat. Also das sieht man einfach so zum ersten Mal und es ist so irgendwie was viel Persönlicheres, wie jetzt das, was man normalerweise im Museum in der Vitrine sieht, die Scherben, die man schon 50 Mal gesehen hat oder 100 Mal. Das hier gibt es jetzt wirklich so in dieser Form tatsächlich zum ersten Mal und das ist total spannend. Dazu Holzkoppeln, Lederriemen und sogar altgermanische Snacks. Dinge, die zumindest eine Ahnung vom Leben der Menschen geben, die hier vor 2000 Jahren vorbeigekommen sind. Eine 2000 Jahre alte Haselnuss. Die finden wir immer wieder auf dem Weg. Wer übers Moor gegangen ist, der hatte gern ein Säckchen mit Haselnüssen dabei, offenbar, um sich zu stärken. Genau. Die erzählen quasi, was der Mensch so tagtäglich gemacht hat, was seine Gebrauchsgegenstände waren, womit er sich umgeben hat, wie er die Sachen hergestellt hat. Das sind einfach Sachen, die wir jetzt an solchen Funden ablesen können. Doch das einzigartige Fenster in die Vergangenheit schließt sich. In wenigen Jahren soll die abgetorfte Moorfläche wieder vernässt werden. Der Bohlenweg wird dann ohne seine schützende Torfschicht für immer verloren gehen. Auch deshalb wollen die Archäologen in der verbleibenden Zeit so viel wie möglich erforschen, auch mit Hilfe modernster Technik. Der Laserscanner ist ein Vermessungsinstrument, was in der Lage ist, diesen Bohlenweg dreidimensional zu erfassen. Das heißt, das Ergebnis, was wir nachher haben, ist das fotorealistische, extrem präzise Abbild dieser Ausgrabungssituation. Die Hoffnung, auch wenn der echte Bohlenweg PR6 verschwinden wird, kann man ihn so zumindest digital für die Nachwelt bewahren. Vielleicht ja sogar für die nächsten 2000 Jahre.